Hey ho, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio C-Block. Yep, zwischen den Episoden, ich habe vergessen, dass ich schon wieder Alt gedrückt habe, habe ich die Sachen ja verbunden und jetzt laufen die richtig schön. Total cool. Jetzt produzieren wir alles, was wir brauchen, bis auf genügend Stereotide und so Zeugs. Die müssen wir dann schauen, was wir mit denen tatsächlich machen. Ich will wahrscheinlich aus denen hier tatsächlich Sulfur haben. Was kann man Nitric Water machen, Mineralized Water, möglicherweise. Das werde ich verwenden. Das hier ist Fluoric Wastewater, kann Mineralized Water auch werden. Und ich glaube, das hier wird zu Saline Water. Das ist komplett nutzlos. Das kann man tatsächlich wegschmeißen. Bei Saline Water kann ich deutlich effizienter gewinnen, als das aus dem Wasser wiederherzustellen. Das ist schon das Coole an den Clarifiern. Yep, die laufen richtig schön gut. Wir haben gesagt, wir brauchen was für Sachen? Silber und Aluminium. Aluminium. Das hier. Silikon. Nickel. Zink. Silber. Das heißt, ich mache hier mal ein S hin. Dann das nächste, was war das andere? Aluminium. Ich weiß nicht, wie Aluminium aussieht. Kobalt, Zink, Aluminium. Dann kann ich hier auch nochmal ein A daneben machen. Da komme ich sogar aus zwei Stellen. Das ist Gold. Ja, man sieht, wir bekommen alle möglichen Ressourcen. Theoretisch könnte ich natürlich jetzt, wenn ich diese Eisen- und Kupfersachen hier nehmen würde, könnte ich die auch wieder in dieses System reinführen. Es kann auch sein, dass ich dieses Ding hier kippe und hier oben hinstelle, dass ich die Materialien einzeln weiterverarbeite. Aber wahrscheinlich wird es jetzt, ja, mal schauen. Das ist halt die Frage, wie weit ich die Sachen weiterverarbeiten will. Ah, ich habe übrigens ein Circuit Network jetzt erforscht. Das lohnt sich natürlich auch. Tut das auch mal zwischendurch erforschen. Wir können jetzt tatsächlich die Sachen hernehmen. Ich brauche nur leider schon wieder das Zeug hier. Und perfekt. Power Switch, Constant Combinator. Wahrscheinlich habe ich schon wieder kein. Oh, ich sehe, was das Problem ist. Die Sachen hier, davon habe ich nicht genug. Liquid Resin. Ach halt, hier drüben waren wir. Aluminium Ore habe ich auch gefunden. Aluminium Ore. Green Metal Catalyst ist das nächste Ziel. Green Metal Warum erkennt er das dann nicht mehr? Was weiß ich. Ist ja egal. Aluminium und Silber und Metal Catalysts. Carrier. Kann ich die im Inventar auch theoretisch herstellen? Ja. Okay, ich brauche Aluminium und Silber. Aluminium und Silber. Und jetzt kann ich die theoretisch problemlos herstellen. Wow, dauern die lang zu craften. Naja, okay. Damit kann ich jedenfalls. Wahrscheinlich bringt das auch nichts, so viele von denen herzustellen. So. Ach du meine Güte, sind das viele. Okay, Green Metal Catalyst auch erledigt. Das werde ich natürlich dann, sobald ich die Sachen noch tatsächlich brauche, hernehmen. Formaldehyd braucht Methanol. Und Methanol ist aus Cellulose Fiber. Habe ich Cellulose Fiber? Natürlich habe ich Cellulose Fiber. Ich werde die Sachen wahrscheinlich einfach da unten, hier und in dem Bereich irgendwo produzieren. Für den Anfang. Und dann schaue ich einfach mal weiter. Ferric Solution, die werde ich dann auch irgendwann brauchen. Ja, zum Beispiel hier diese ganze Sache hier, wenn ich da
einen Splitter mir hole. Und der kriegt eine Rechtspriorität auch. Dann kann ich theoretisch hier rüber gehen. Und was habe ich gesagt? Ich brauche Methanol Gas. Das kann ich theoretisch aus Carbon Dioxide herstellen, aber das hier. Und das braucht einfach nur Liquefier. Okay. Liquefier ist unter Chemical Refining. Ich werde davon nicht wahnsinnig viel brauchen, zumindest nicht, bis ich die Sachen automatisiert habe. Das hier. Das hier. Und du bekommst Methanol Gas. 20 Stück für 100. Ich habe es ein winziges bisschen, ich habe es nicht in Reichweite der anderen Sachen produziert. Es ist langsam. Okay. So langsam für meinen Geschmack. Wie lange dauert denn das? 30 Sekunden. Jetzt nicht mehr. Okay, es geht auch nichts verloren. Das ist super. Dann brauche ich ein Steuerung E. Das ist in einer Chemical Plant. Okay. Chemical Plant. Da kann ich sogar jetzt herstellen von. Sehr schön. Und du stellst mir Formaldehyd her. Das hier. Green Metal Catalysts bedeutet, ich nehme, mache wahrscheinlich das hier. Das reicht nicht aus. Habe ich doch wieder hier hingestellt. Sehr schön. Ich muss einen von denen hier machen. Das brauche ich sowieso nicht mehr. Ich kann stattdessen das hier nehmen. Der stellt mir Green Metal Catalysts her. Die Frage ist halt, wie viele von denen ich. 10 wahrscheinlich. Und dann brauche ich da die Erze. Noch meine Kiste. Vielleicht sogar zwei, einfach, dass ich da zwei Stück habe. Und dann Aluminium und Silber. Okay, und dann passt das. Der dürfte vollautomatisch die Sachen machen. Ich habe natürlich jetzt jede Menge von diesen dämlichen Catalysts bei mir im Inventar rumfliegen. Hallo, Random Junk Chest. Viel Spaß damit. Danke. So, okay, Formaldehyd. Ich werde das Schwert dann natürlich auf jeden Fall auch in die richtige Sache umwandeln, aber Formaldehyd habe ich. Sulfuric Wastewater. Okay. Sulfuric Wastewater produzieren wir. Das weiß ich. Blue Algae. Algae Farm Mark 2, ich habe keine mehr rumliegen. Zufälligerweise weiß ich genau, wo ich hin muss für meine Blue-Sachen. Die sind nämlich hier. Die Frage ist theoretisch, wo ich die hinplonken will. Wahrscheinlich sowas wie das hier. So, Blue Algae. Brauchen Carbon Dioxide. Carbon Dioxide. Mal wieder. Carbon Dioxide kommt woher? Carbon Dioxide. Aus Limestone? Das kann ich auch theoretisch wieder selbst herstellen, aber nicht so günstig. Eine Holzkohle. Wahrscheinlich Wood Pellets. Ja, wahrscheinlich Wood Pellets. Dass ich hier nochmal einen Liquefier nehme.
Ich werde hier wahrscheinlich, werde hier auch, das muss ich auch irgendwann umstrukturieren, an eine bessere Position. Vielleicht kommt das auch mit LTN oder sowas, oder ich werde die barreln und irgendwas so in die Richtung. Wood Pellets. Eine Kiste. Natürlich auch hier wieder das Ding nicht genug. So. Lage ich Wood Pellets irgendwo ein? Wahrscheinlich nicht. Nee, natürlich nicht. Produziere ich hier Wood Pellets irgendwo eingelagert? Nein. Ich habe hier nur 118 von den Dingern eingelagert. Die Bricks machen damit auch keinen Einfluss. Dann mache ich doch mal hier einen zusätzlichen von denen und eine Kiste. So ungefähr. Dann kann ich hier auch nochmal zwischenlagern für den Fall, dass ich Overflow habe. So. Und dann produzieren die weiter und das gibt halt, das ist halt eine Buffer-Chest, theoretisch nicht ideal. Andererseits, ich brauche halt diese Materialien und wenn ich keine wenn ich eine Überproduktion habe, dann kann ich es auch nutzen. Und dann kann ich wieder auf einfachen Speed runtergehen. So. Okay, Blue Algae werden hergestellt. Das nächste, was ich brauche, ist, glaube ich, nochmal ein Liquefier. Ein regulärer Liquefier dürfte wahrscheinlich ausreichen. Und der macht dann. Nee, das ist nicht in einem Liquefier. Ah, die brauchen eine Chemical Plant. Okay, von mir ist auch eine Chemical Plant. Okay. Chemical Plant. Rotieren. Das hier, du erstellst mir Blue Cellulose Fiber. Power daneben, sehr schön. Was will ich mit den Dingern machen? Naja, wir schauen mal. Die Sachen dürften weiterhin funktionieren. Ich glaube, 125k ist die Dings. Die Pumpe hier nochmal zum Erwähnen, damit ich will die Dinger hier voll haben und nicht, bevor ich überhaupt anfange, Sachen zu voiden. Was wahrscheinlich nicht mehr vorkommen wird. Ich könnte natürlich, irgendwann muss ich natürlich die ganzen Sachen mal sortieren. Dann Train Stops oder Robots oder sowas machen und dann geht das alles besser. So, dann schaue ich doch mal ganz kurz zu unserem Board, unserem Notizblock. Blue Algae, Blue Cellulose Fiber, Ammoniagas. Okay. Ammoniagas. Okay, das ist einfach das. Und dann kommt Ureagas. Ureagas. Kommt aus Carbondioxid und Ammonia. Gut, kann ich herstellen. Das kann ich sogar direkt da oben produzieren. So viel Zeug, was man hier braucht, diese riesen Ketten. Da muss ich noch mal einen von denen herstellen. Ich werde den einfach direkt dran stellen. Das darf weg. Mit dem Abstand, der stellt Ammonia her. So, perfekt. Was war das andere? Carbondioxid. Und dann werde ich wahrscheinlich noch mal einen von denen brauchen. Urea. Schön, sehr angenehm. Warum sind die Sachen nur immer verkehrt rum? Nee, das nützt mir nichts. Ureagas.
einmal das hier und den anderen Teil kann ich dann, soweit ich genügend Pumpen, genügend Stone Pipes habe, dran vorbeilenken. So, Ureagas und Purified Water. Purified Water ist, wir sind bei 15 Minuten, okay, dann passt es noch. Ich muss aber ein bisschen auf die Uhr schauen, sonst überziehe ich so stark und das ist immer doof. Wir haben keine Stone Bricks mehr. So viel Zeug. Aber ich glaube, wir hatten die Produktion angehoben von denen, oder? Ja, yep. 400 Stück, perfekt. Liquid Resin, komm, das sind wir fast. Ammoniagas und Ureagas haben wir. Jetzt fehlt noch Liquid Resin als nächstes. Liquid Resin, Ureagas und Formaldehyd. Die Frage ist, habe ich eine. Ja, natürlich, ich werde das Baron und nach da oben transportieren, ansonsten werde ich wahnsinnig. Barrel, Barrel, Barrel. Dann mache ich einfach mal das hier. Die Frage ist jetzt, in welche Richtung ich das transportiere. Schwierige Frage. Wahrscheinlich nach oben. Hier unten habe ich nicht so wahnsinnig viel Platz. Was habe ich hier nochmal? Formaldehyd. Formaldehyd Barreling. Power. Double Chests. Input, Output. Barrels rein. Theoretisch könnte ich noch ein paar mehr herstellen, wenn ich wollen würde. Will ich das? Warum nicht? So. 26 Barrels habe ich hier. Die kann ich dann da oben wieder anbarren. Aber ansonsten müsste ich hier komplett durch dieses komplette Ding Riesenmengen an Pipes lagern. Und das ist auch irgendwie doof im Moment. Und ich habe im Moment absolut nicht den Platz, einen Zug hinzuleiten. Schritt Nummer 1. Das hier. Power. Dann, was, boom, ach ja, Liquid Resin wird wahrscheinlich auch wieder in einem. Ja, auch wieder in so einer Chemical Plant hergestellt. Das überrascht mich jetzt nicht sonderlich stark. So. Klick. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge brauche ich die Sachen? Außerdem auf gar keinen Fall dort, sondern eher hier drüben. Liquid Resin. Okay, passt. Das kann ich direkt verbinden. Barreling Pump hierhin. 1, 2. Zwei Kisten. Rein und raus. Power. Und da kommt dann natürlich Formaldehyd debarren. Und wir produzieren Liquid Resin. Okay. Resin. Reguläres Resin erfordert dann einfach eine Assembling Machine 2. Gut. Assembling Machine 2 haben wir da. Und dann haben wir endlich Resin-Produktion. Verkehrtes Resin. Dort. Das hier. Okay. Das hier. Eine Pipe. Muss ich wieder mal einen Schwung herstellen von. Stone Pipes sind perfekt. Okay, Resin. Perfekt. Wir haben eine fast perfekte Resin-Produktion. Gut, wir haben müssen relativ viel manuell hin und her schleppen, aber ansonsten, das ist halt der Nachteil am Anfang. Die dürfen hier rein, die dürfen mitkommen. Dann passt das. Die dürfen hier mal wieder mitkommen. Gut.
Und das auch wieder. Wood. Wood. Ich brauche Wood für irgendwas. Interessant. Ah, da kann ich mich dann. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich das machen muss. Dazu muss ich mich dann um die Sachen kümmern. Das machen wir dann in der nächsten Episode, denke ich. Denn die haben wir nicht mehr die Zeit dafür. Bitte die alle da reinleeren. Sehr schön. Wir haben inzwischen Stack Resin. Naja, ein Minecraft Stack Resin. Ist leider nicht so viel wie sonstige Sachen. Wie in Factorio. In Factorio sind die deutlich höher. So, Resin. Perfekt. Wie viel produziert das? 4 Stück. Also eins pro Einheit sozusagen. Das ist schön, eine schöne Produktionskette. Jede Menge. Man braucht halt jede Menge von dem Material, aber okay. Ich sollte mal unsere Science-Produktion wieder ein bisschen weiterlaufen lassen. Dafür glaube ich, brauche ich ausschließlich ein paar von denen. Und dann dürfte ich hier oben. Nee, das ist nicht das Problem. Das ist wieder mal Eisenmangel. Stimmt, wir produzieren im Moment kein echtes Eisen. Das dürfte sich damit wieder erledigen. Temporär könnte ich natürlich zum Beispiel, wenn ich hier bin, mal 50 Eisen einfach da reinschmeißen. Und dann erledigt sich das auch alles von selbst. Wow. Genau, der hier produziert dann auch ziemlich schnell neue Materialien. Das ist ja auch noch ein Problem im Moment, dass ich da irgendwann mal einen Backlog hatte von. Das, das und das dürfen auch wieder mit. Da kommen meine Stereotypes rein. Die auch weg. Machen wir ein bisschen Vollgas. Danke. So. Und dann laufen die Sachen hier wieder. Und dann haben wir demnächst Robos. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Das haben wir mal eine kürzere Episode. Es wird dann mal keine 12 Stunden Uploadzeit sein für eine einzige Episode. Ja. Das wird dann später auch besser, aber gut. 252, die dürfen hier mal wieder rein. Ich kann jetzt noch mal schauen, was ist das nächste Ziel gewesen? Wood. Wood. Wenn ich mich nicht täusche, diese Art von Wood. Dafür brauche ich Cellulose Fiber und Cellulose Paste. Cellulose Paste ist auch Chlormethangas. Chlorin und Methane, wenn ich das haben will. Oder ich mache das mit Sodium Hydroxide. Sodium Hydroxide habe ich hier. Okay. Zurück und Cellulose Fiber. Naja, ich habe ganz schön wenig von dem Zeug. Kann ich mal eine Degasstation machen? Dann brauche ich eine Overflow-Valve. Das ist unter Fluid Control. Overflow. Ja, ich habe meine ganzen von denen entfernt. Gut, einmal erstell das jetzt. Flare Stack. Dorthin. 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 Power. Einfach, dass ich weiter von denen produzieren kann. Was habe ich gesagt? Die anderen Sachen sind die Sachen, die ich hier bekomme. Theoretisch, wenn ich hier einfach verlängere, bekomme ich hier auch nur noch die Dinger. Und dann kann ich theoretisch, wenn ich nochmal, wo sind die da? Einen von denen nehmen. Eine Chest tue ich noch hier hin. Chest. Noch eine Chest. Auf der anderen Seite.
Power. Da kommt Sodium Hydroxide rein und dann kommt hier Holz. Halt, noch nicht Holz. Erstmal das andere Zeugs. Das müsste aber eigentlich hier sein, oder? Cellulose Paste brauche ich zuerst. Genau, Sodium Hydroxide und... Ah, das ist in einem Chemical Part. Ups. Chemical Plant. Gas Refinery, nein, die hier. Das brauche ich im Moment nicht. Gib mir stattdessen den hier, danke. Der darf dann aber bitte das hier herstellen. Der bekommt auch das hier und lagert die hier hin aus. Auf der anderen Seite mache ich das hier. Das ist ehrlich gesagt gar nicht mal so ideal. Stattdessen will ich glauben, das müsste, ist das? Nein, das ist wahrscheinlich auch irgendwo ein anderes Rezept. Doch, doch, Assembling Machine 2. Passt. Dafür brauche ich aber Wood 3 Processing. Whoops. Da. Und dann kann ich das hier und das hier machen. Dann kriege ich die Sachen hier. Das kann ich noch nicht herstellen. Da brauche ich noch ein Transport Belt. Okay. Woran hängt im Moment mein Research? Mal schauen, die Sachen mal wieder alle mitnehmen. Danke. Research hängt derzeit an Eisen. Okay. Und das ist wahrscheinlich wieder mal die Maschine, die so ein bisschen langsam ist. Okay. Das ungefähr. Weil die Stahlproduktion wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was ist. Na gut, ich brauche Wood 3 Processing. Jetzt sind wir doch wieder 27 Minuten. Ja. Ich kann theoretisch jetzt noch abwarten, dann können wir noch einen Punkt abhaken. Wood. Das hier. Perfekt. Dann können wir den noch abhaken und dann können wir uns in der nächsten Episode wiedersehen. Wenn wir dann so gut wie alles haben, was wir brauchen. Bis dahin wünsche ich natürlich viel Spaß. See you, Leute, und bye bye.